Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind gerade der Railroad beigetreten und wollen hier jetzt. Wenn ein Plünderer hast du zu viele Zähne. Ja. Und wir wollen jetzt hier so lange Quests weitermachen, bis wir die eine Waffe bekommen, von der ich. Die ich wirklich unbedingt haben will, die auch zu meinen Lieblingen aus Fallout 3 gehört. Wir reden erstmal mit Tüfteltom hier. Du warst tatsächlich im Institut. Jo. Das ist Wahnsinn. Du, ganz allein. Tüfteltom ist. Dank dir. Hallo. Ne? Ich hoffe, laut Sensorabtastung bist du sauber. Hurra, wir sind insektenfrei. Alles klar. Da bin ich erleichtert. Hey, nicht so schnell. Okay, hast du da draußen was gegessen? Falls ja, dann haben sie dich. What? Ja, ich esse. Ja, ich habe Lebensmittel gegessen. Oh. Wusste ich's doch. Das Institut hat diese winzigen Mikroroboter im Essen, Mann. Und die erstatten Bericht. Tom, das ist Unsinn. Du verstehst das einfach nicht, Carrington. Das Institut ist in deinem Blut. Das ist eine komische Vorstellung. Warum hat sich mein Charakter gerade umgedreht? Seht ihr das? Der hat sich jetzt voll umgedreht. Wie assig ist das denn jetzt bitte? Wenn es stimmt, ist guckt das schrecklich. Was? Nur einen Beweis dafür? Ach so, weil er mit ihm redet. Ziemlich schrecklich. Okay. Wenn du wirklich sicher sein willst, gebe ich dir eine Spritze. Desdemona sagt, die ist nicht nötig, aber die tötet die kleinen Roboter. In deinem Serum ist Batteriesäure. Kein Atombombenabwurf ohne Strahlung. Also, bist du bereit für die Spritze? Wenn du dich dadurch besser fühlst, ich meine Batteriesäure, what the fuck? Ach komm. Leg los, Tom. Yeah, so gefällt mir das. Piper, hat das gefallen? Wieso gefällt es ihr, dass ich mir Batteriesäure spritzen lasse? Piper, what the fuck? Jetzt ermutigst du ihn sogar noch. Ja, ganz genau. Hat das nicht gefallen? Ich baue hier die Sachen. Verschwinde und mach deinen Kram. Wenn du zurückkommst, kriegst du alles von mir. Okay, danke. Für die Hilfe wäre ich dankbar. Du und ich, wir bilden ein Team. Und werfen diese Mistkerle hier raus. Also, ich habe so viele Ideen im Kopf. Jetzt wird gebaut. Wow. Die Jungs haben an einem neuen Spielzeug gearbeitet. Willst du es mal sehen? Erstmal handeln. Das Angebot mal an. Hier kriegst du alles, mein Freund. Während mir noch so richtig der Kopf dröhnt. Okay, zuerst hat es Piper nicht gefallen, dann hat es ihr doch gefallen. Entscheid dich mal, Mädchen. Ich meine, ich will mich mit den Leuten hier nach Möglichkeit etwas gut stellen. Ja, ich meine, klar, normalerweise hätte ich mir auf gar keinen Fall Batteriesäure spritzen lassen. Das ist kompletter Quatsch, aber. Ja, jetzt im Nachhinein merke ich einfach, das war doof von mir. Ich gebe es ja zu, Leute. So, hat er zufällig noch irgendwas anderes Nützliches da? Da, Gleisbolzen nehme ich. Die 556er Patronen nehme ich bei der Gelegenheit auch mit. Habe ich Schrottpatronen genügend? Müsste ich eigentlich haben. Ja, mehr als genug. Alles gut. Dann packe ich das noch dazu. Die Institutpistolen. So. Gibt es sonst noch was ich dem geben kann? Hier müsste sich doch noch irgendwas finden lassen. Genau, die zwei Schachteln Zigaretten. Habe ich noch Vorkriegsgeld gefunden? Nein. Okay. Dann war's das. Dankeschön. So, wir legen uns. Ist unser Kopf eigentlich verkrüppelt? Naja, wahrscheinlich nicht, sonst wird uns das ja angezeigt werden. Naja, aber unsere Beine sind so gut wie verkrüppelt. Auch Manno, wir gehören doch jetzt dazu. Wieso können wir uns hier nicht schlafen legen? Das ist doch doof. Jetzt müssen wir hier die ganze Zeit mit so einem Dröhnen im Kopf rumlaufen, oder was? Ich bin sehr beschäftigt. Naja gut, den Händler haben wir ja gefunden, von daher. Oh, hallo? Wer seid ihr denn? Hey Neuling, mein Name ist Trommler. Mein toller Job ist es, den Überblick über alle toten Briefkästen zu behalten und eintreffenden Agenten zu sagen, wo sie gebraucht werden. Du willst wahrscheinlich nicht tauschen, oder? Nö. Das kann ein wichtiger Job sein. Na klar, ich könnte durch eine dumme Tafel ersetzt werden.
Wir sehen uns noch. Und zwar häufig. Alles klar. Und du bist Pam. Arbeite, Agent, Silberzunge. Ihr Eintreffen war nicht vorgesehen. Ah, seltsame Begrüßung. Seltsame Art, Hallo zu sagen. Verarbeitung verbaler Eingaben vorübergehend nicht möglich. Verarbeitung läuft. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Pam. Prädiktive Analysemaschine. Okay. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen, Pam. Vorstellungstoken erkannt. Schön, auch Sie kennenzulernen. Unbekannte Person. Ich liefere Näherungen erster Ordnung des Verhaltens aller Einwohner der als Commonwealth bezeichneten Region. Formuliere neu. Ich sage die Zukunft voraus. Okay, das ist nice. Was? Das ist erstaunlich. Vorsicht. Biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig, unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Okay. Auch wenn du manchmal falsch liegst, ist das unglaublich. Ich wiederhole. Vorsicht. Es wird als unklug erachtet, sich auf Vorhersagen dieser Einheit zu verlassen. Operation abgeschlossen. Sie sind eine abtrünnige Variable. Keine aktuellen oder vorherigen Modelle sagen ihre Anwesenheit oder Existenz voraus. Frage, was ist ihr Ursprungsort? Vault 111. Ich komme aus Vault 111, falls du das meinst. Greife auf Daten zu. Vault 111. Cryo-Vault. Angeblich zerstört. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Alles klar. So, ich denke mal, damit haben wir alle wichtigen Leute abgefrühstückt. Also, wir sind damit, glaube ich, jetzt bei allen Leuten gewesen. Und ich würde jetzt auf jeden Fall einen kurzen Schnitt setzen, mich erholen, mein Inventar aufräumen und anschließend zu dieser Location hier gehen, also zu dem toten Briefkasten. Na dann, wir sehen uns gleich. Okay, Leute, bevor wir jedoch zu dem toten Briefkasten gehen, ich habe ja jetzt endlich Level 39 erreicht und will mir auf jeden Fall schon mal einen Skill holen, den ich unbedingt haben wollte, nämlich Waffenfreak. Damit kann ich jetzt endlich Rang 4 Modifikationen für Waffen herstellen, was für mich jetzt wirklich am wichtigsten gewesen ist, denn dadurch... Dadurch kann ich jetzt dieses Sturmgewehr hier aufmotzen. Wir haben nämlich auch bereits ein explosives Sturmgewehr von einem legendären Gegner bekommen, dessen Kugeln explodieren und 15 Punkte Flächenschaden anrichten. Ich bin schon gespannt drauf, wie das aussehen wird. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal dieses Gewehr ordentlich modifizieren. Okay, normal, jetzt hat es... Wir können es auf 89 Schaden hochpimpen. Die Feuerrate erhöht sich dadurch auch. Das Gewicht wird dadurch natürlich ordentlich in die Höhe getrieben. Jetzt ist es bei 13,1. Und allein durch den verbesserten Verschluss geht das Gewicht auf 17 hoch. Dafür ist aber eben auch der Schaden auf Maximum. Deswegen mache ich das einfach mal. Wir haben ja an Ressourcen mittlerweile wieder genug angesammelt. Mächtiger Automatikverschluss. Boah, an Aluminium haben wir wirklich verdammt wenig. Ihr seht hier, deswegen brauche ich ordentlich Aluminium. In letzter Zeit. Hoffentlich kriegen wir das überhaupt noch alles hin. Scheiße. Ansonsten muss ich gleich nochmal Aluminium farmen gehen. Überlegene Reichweite, bla bla bla. Überlegene Rückstoßdämpfung, überlegene Reichweite und Präzision durchs Visier. Mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Ja, ist eigentlich okay. Oder nur überlegene Rückstoßdämpfung. Ah, lassen wir das erst einmal. Gucken wir, was sonst noch hier zu machen ist. Außergewöhnliche Rückstoßdämpfung. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig bei einem automatischen Gewehr. Ah, na toll. Wir brauchen das Schnelllade-Trommelmagazin und wir brauchen dafür zwei mehr Aluminium. Shit. Können wir an dem Visier irgendwas machen? Reflexvisierkreis können wir machen. Ja, ein Reflexvisier ist für mich am besten bei einem, kann ich das drehen? Hallo?
Okay, ich kann es gar nicht drehen. Ein Reflexvisier ist für mich am besten bei so einer Waffe. Ja, ich mache das jetzt einfach mal. Ein bisschen Aluminium, Glas, Kleber, nukleares Material, Schraube und Silber. Okay. So. Sollte klappen. Ansonsten, was gibt's noch? Schalldämpfer, Mündungsbremse, Kondensator. Ach, wobei. Was? Verbesserte Rückschussdämpfung pro Schuss, verbesserte Rückschusskontrolle, ja. Ja, ist nett. Auf jeden Fall werde ich noch für ein größeres Magazin, nehme ich hier das Schnellladetrommelmagazin, ein bisschen mehr Aluminium brauchen. Ich werde mich gleich umgucken und ja, dann sehen wir uns definitiv das nächste Mal bei dem toten Briefkasten. Bis gleich. So Leute, da bin ich auch schon. Allerdings bin ich schon ein bisschen angeschlagen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Als ich mich hierher teleportiert habe, wurde ich von Raidern und Supermutanten angegriffen. Aber war jetzt nichts Spannendes dabei, deswegen habe ich es jetzt nicht extra aufgenommen. Okay. Der tote Briefkasten ist da schon. Was haben wir denn hier? Stocktons Holoband. Ja, müssen wir uns wahrscheinlich... Trifft dich mit dem alten Stockton. Ja, erstmal hören wir uns doch das Band an, oder? Diverses. Da. Ja. So. Update. Beobachtete ungewöhnliche Aktivität hat aufgehört. Oh oh. Fenster Moment. Ist offen für Kontaktaufnahme durch schweres Kaliber. Aber es muss sofort gehandelt werden. Nein, Quatsch. Das Paket befindet sich noch immer in meinem Besitz. Es ist hier aber nicht mehr lange sicher. Ende. Okay. Was für eine Verschwendung. Viel Spaß. Sehr gut. Gegen solche Viecher sind Minen am besten. Generell bei Tieren, weil die können einen ja nur im Nahkampf angreifen. Und da kann man sie ganz schön mit Minen auseinanderpflücken. Okay. Da lang. Gut. Ich versuche jetzt auch so ein bisschen wieder auf den Boden zu achten, weil hier bestimmt auch wieder Minen gelegt worden sind. Ah, Stange Zigaretten. Nehmen wir mit. Mhm. Oi. Jetzt sagt nicht, wir müssen dorthin. Ah, sieht ganz danach aus. Ja, super. Wenn ich dir doch sage, es gibt keinen Schrott. Wenn man ein Händchen für Sachen hat, ist alles wertvoll. Ist das so? Ah, ich habe Zielfernrohre aus Nuka-Cola-Flaschen gebaut und die Antennen aus Lunchboxen gebastelt. Scheiße, ich habe sogar mal eine Rüstung aus Sicherheitsnadeln gemacht. Jetzt verachte mich aber der Stimmt, ich habe keine Pflicht. Aber man kann definitiv Metallplatten damit aneinander flicken. Rat ist Rat. Okay, ich wollte jetzt nur das Gespräch zu Ende hören. Wo zum Teufel ist denn der Eingang zu dem Ding? Das gibt's doch gar nicht, ey. Irgendwo muss es hier doch einen Eingang geben. Hallo. What the fuck? Du willst tanzen? Was ist denn mit dem los gewesen? Habt ihr das gesehen? Alter, ja komm, wir nehmen unsere Deskul-Töter. In einem Stück. Greif einfach zu. Hat einfach mal so den Michael Jackson gemacht, der Ghoul. What the fuck? Okay. Bitte sagt mir, dass ihr mich nicht angreifen wollt. What the fuck? Was war denn das? Momentchen, das muss ich mir eben angucken. Ist da ein Vertibird abgestürzt oder was ist los? Jo, tatsächlich. Da hinten. Ja gut, aber da werden wir jetzt, denke ich mal, nicht viel draus machen können, oder? Oder können wir den looten? Ich guck mal, ob es geht. Oh oh.
Sieht so aus, als ob da auch Gegner sind. What the fuck? Wofür habe ich jetzt die Erfahrungspunkte bekommen? Ja, das sind Raider. Ja, nee, ich will jetzt erstmal die Quest machen, Leute. Krass. Also kann es auch mal vorkommen, dass ein Vertibird einfach so runtergeholt wird. Heftig. Woher kommen die Erfahrungspunkte? Ich meine, beschweren will ich mich natürlich nicht, aber... Hä? Das ist merkwürdig. Einfach so aus dem Nichts heraus Erfahrungspunkte? Ich mach doch gar nichts. Mann. Okay, Wo müssen wir lang? Da. Hallo? Grüße, mein Freund. Dürfte ich fragen, ob du vielleicht einen Geigerzähler hättest? Gegenzeichen. Meiner ist in der Werkstatt. Du? Ich hätte mit einer feminineren Person gerechnet. Warum das denn? Zu unseren gemeinsamen Freunden, nicht wahr? Jo, so sieht's aus. Ja, verdeckt sprechen. Gehen wir mal davon aus. Natürlich. Du bist neu, oder? Du musst nur wissen, dass das hier der erste Halt für alle neuen Pakete ist. Also Aha. ist es wichtig, dass hier alles sicher abläuft und es keine unnötigen Verzögerungen gibt. Gut. Gut. Ein Händler muss seine Ware immer effizient weiterleiten. Wir möchten ja unterwegs keine Zwischenstopps verpassen, nicht wahr? Ganz genau. Mein aktuelles Paket ist jetzt schon deutlich zu lange in meinem Besitz. Ich soll das Paket an einem Ort in der Nähe abliefern. Aber Raider verkomplizieren die Angelegenheit. Könntest du also... Ja. Einen reibungslosen Ablauf einer Lieferung garantieren? Kein Problem. Wir sollen nachts liefern. Wir treffen uns also nach Sonnenuntergang, sobald du die unerwünschten Elemente beseitigt hast. Okay. Sichere den Treffpunkt. Hier könnten wir uns vielleicht ausruhen. Ja, ist jetzt aber nicht allzu notwendig. Gut, wo ist der Treffpunkt? Ja, ganz in der Nähe. Ja, im Prinzip in der Richtung, in der Vertibird auch abgestürzt ist. Ja, super. Hätte ich da nicht extra hinlaufen brauchen, aber woher soll man das auch im Vorhinein wissen, ne? Na, rüber. So. Na gut. Kriege ich jetzt wieder random Experience Points? Oder war es das jetzt mit der... Mit den Free Punkt... Mit den... Ja, Punkten umsonst, bla. Ich will mal kurz hierhin zum Wrack nochmal gehen und gucken. Ja. Nee, sieht nicht so aus, als ob sich hier noch was abstauben lässt. Ja, wir müssen jetzt eher an den Raidern vorbei. Oh Mann, bin ich schlecht. Ah. Oh shit, ich will doch keine Minen legen. Du Sackgesicht. Im wahrsten Sinne des Wortes, der hatte tatsächlich einen Sack über den Kopf. Ha, witzig. Okay. Versteck dich nicht die ganze Zeit hinterm Briefkasten, du feige Sau. So, jetzt ist Ruhe. Ah ne, ist noch einer da. Hä? Wo ist er? Wow, da! Du Sau. Na warte. Komm schon, hoch, hoch. Ah. Ach verdammt, doch keine Mine. Ah. Nein. Ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen heilen. Wäre nicht schlecht. Limecore Mac and Cheese. Cram. Eingelegtes Fleisch. Fleisch und Bohnen. Kartoffelchips. Reicht erstmal. Ah, warte mal. Habe ich nicht die Molotov-Cocktails auf einen... Nee, da nicht. Okay, Molotov-Cocktails habe ich nicht auf meiner Schnellwahltaste, auf eine Schnellwahltaste gelegt. Mach ich es halt jetzt nochmal nachträglich.
So. Toll. Gerade jetzt ist er mir entgegengekommen. Arsch. Ja. Jetzt muss ich wieder ein Stimpack nehmen, weil mein Kopf verkrüppelt ist. Yay. Also sobald ein Körperteil von mir verkrüppelt ist, jage ich mir immer ein Stimpack rein, weil ihr seht es ja, mit einem verkrüppelten Körperteil rumzulaufen ist immer scheiße. Ist der Kopf verkrüppelt, sieht man nicht mehr richtig. Ist ein Arm verkrüppelt, kann man nicht mehr richtig zielen. Ist ein Bein verkrüppelt, kann man nicht mehr richtig laufen, ne? Und ich weiß nicht, kann der Torso auch verkrüppelt werden? Sieht so aus, ehrlich gesagt. Ich glaube zumindest, dass das möglich ist. Ich weiß allerdings jetzt nicht, was die großartige Folge davon sein könnte. Vielleicht, dass man mit einem Snipergewehr nicht mehr so gut die Luft anhalten kann, bevor man schießt. Wer weiß. Die Leute sagen es. Oh, shit. Ah, ich versuche immer... Ah. Ah. Entschuldigung, Leute. Ich versuche immer mit Kreis geduckt zu gehen, aber das ist in anderen Spielen nur so, dass man sich mit Kreis duckt. Hier muss ich mich ja immer mit R3 ducken. Haha. Ich kann nicht sehen. Legendärer Gegner ist mutiert. Nicht gut. Naja, wobei... Ist eigentlich egal. So, was hast du denn hier? Okay. Ups, nein. Oh. Komm schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Alles klar. Hey. Klar, schau's dir an. Ja, der Kerl sagte ja, dass wir ihn erst bei Nacht treffen sollen. Deswegen ist er natürlich noch nicht hier. Deswegen werden wir jetzt bis zum Einbruch der Nacht warten müssen. Nein! Achso, das war die... Okay, das war das legendäre Teil. Ich dachte schon, das wäre eine legendäre Rüstung, die ich gerade anhatte. Dann gucken wir uns mal kurz an, was das ist. Des Killers Metallrüstung, rechtes Bein, reduziert den durch Menschen verursachten Schaden um 15%. Was ist das? Rechtes Bein. Ha, nicht schlecht. Dann hätten wir tatsächlich jetzt einen legendären Rüstungsgegenstand für unser rechtes Bein. Das ist nämlich bislang der einzige Körperteil, der noch kein legendäres Ausrüstungsteil anhatte. Ja, nicht schlecht. Dann würde ich doch glatt sagen, werden wir das gleich mal anziehen. Allzu viel mehr wird das ja, denke ich mal, auch nicht wiegen, oder? Das wiegt jetzt 3 und das, was wir gerade anhaben, wiegt 3,6. Ja, guck mal, ist sogar ein bisschen leichter. Nehmen wir. Super. Na dann, können wir uns doch hoffentlich auf die Bank setzen. Ja, und warten. Perfekt. So, wie spät haben wir es denn? Boah, 9 Uhr morgens, ja toll. Dann warten wir mal 12 Stunden. Ich finde es auch interessant, wie man im Hintergrund jetzt immer sieht, wie sich der Sonnenstand verändert. Ist immer ganz schön zu beobachten. Jetzt wird es auch langsam Abend. Jetzt ist die Sonne untergegangen. Perfekt. So. Hilft bei der Verteidigung von Kinderkrippe Greentop. Ja, ich habe jetzt gerade aber hier mit zu tun. Was ist los, Piper? Betet sie? Sie hat gerade tatsächlich gebetet, Leute. Krass. Ich hätte dich ehrlich gesagt nicht für einen gläubigen Typen gehalten, Piper, aber... ist okay. Ich habe ja nichts dagegen. Überhaupt nicht. H222, okay. Das ist das Paket? Krass. Ahem. Die Luft ist rein, denke ich. Jo. Das hier ist H222. H2, das ist der Mensch, von dem ich dir erzählt habe. Hi. Okay, bevor wir mit ihm reden, muss ich nochmal ganz kurz pausieren. Moment. Okay, wir können mit dem guten H222 jetzt auch kurz reden, aber sobald das Gespräch beendet ist, werde ich den Part beenden, okay? Hallo. Schön, dich kennenzulernen, H2. Noch ein Mensch, der sich tatsächlich freut, mich zu treffen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Denk dran, was ich dir gesagt habe, H2. Ich werfe das Signal an. Okay, also bei dem Namen muss es sich ja um einen Sünd handeln. Kann nicht anders sein. Alles und klar. Erledigt. Ich gehe dann mal. Pass okay. Auf H2 auf. In Kürze wird jemand kommen. Okay. Warte nachts auf den alten Stockton. Warte auf die Kontaktperson der Railroad. Alles klar. Dann werde ich an dieser Stelle allerdings einen kleinen Cut machen. Denn, ja,
Ich bin schon auf den Kontakt gespannt, aber das werde ich für den nächsten Part auf jeden Fall aufheben. Also dann, ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Fallout 4, wo wir dem Kontaktmann der Railroad begegnen werden. Und da bin ich mal gespannt, wie die Quest weiter verlaufen wird mit dem guten H2. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.